Subhanallah, liebe Geschwister, wir wollen uns vorbereiten auf einen gewaltigen Tag, auf den kommenden Montag. Und wir wollen ihn würdevoll zelebrieren. Ein Tag, liebe Geschwister, der so wertvoll ist, dass die fünfte Säule, beziehungsweise ja, die fünfte Säule auch in der Reihenfolge, eine der fünf Säulen, gebunden ist. Die Gültigkeit dieser fünften Säule ist gebunden an der Vollendung der Pflicht bezogen auf diesen jeweiligen Tag. Und es ist der Tag von Arafah. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, und er wiederholte dies dreimal, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah, beziehungsweise Arafat, Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat. Das heißt, wer einen Teil des Tages Arafas, beziehungsweise den Teil der dazugehörigen Nacht verbringt, diesen Ort erreicht, Alhamdulillah, dessen Hajj steht. Und alles andere, was er nicht erfüllen konnte, dies ist wieder gut machbar. Aber das Fehlen an diesem Tag, liebe Geschwister, das lässt einen nochmals planen. Man hat die Pflicht der Pilgerfahrt dann nicht erreicht. Was macht diesen Tag so besonders, Subhanallah? Denn dies ist nicht die einzige Ehrung, liebe Geschwister, die dieser Tag erfahren hat. Allah Ta'ala, er schwört mehrfach im Koran auf diesen Tag. Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Buruj, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ. Allah Ta'ala schwört bei den Sternenbildern, beim Himmel und bei den Sternenbildern und beim angedrohten Tag und beim Zeugen und beim Bezeugten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Imam At-Tirmidhi berichtet, er kommentierte diese Ayat wie folgt. Er sagte, dass der angedrohte Tag, Al-Yawm al-Maw'ud, das ist der Tag des Gerichts. Und der Shahid ist der Freitag, welcher bezeugt, wer das Freitagsgebet ernst genommen hat. Alhamdulillah, die wir uns alle hier versammelt haben, Alhamdulillah, der Freitag wird ein Zeuge für uns sein. Und der bezeugte Tag ist der Tag von Arafah. Und Subhanallah, bezeugt nicht nur von den Gottergebenen, von den Muslimen, sondern Subhanallah, kennen wir die Redewendung, das Mekka von, ja, das Mekka der Fußballer, das Mekka der Händler, das Mekka der so und so. Das ist eine Redensart weltweit verbreitet. Weil Alhamdulillah Mekka den Maßstab gesetzt hat. Das heißt, sogar Nicht-Muslime, Subhanallah, bezeugen, ja, den Tag von Arafah, bezeugen Mekka, bezeugen die Pilgerfahrt, Subhanallah. Ja. Welch Schwur Allahs, Subhanallah, dem sich sogar Verweigerer nicht entziehen können. Kufrbegehende nicht entziehen können. Sodass es heißt, das Mekka von, Subhanallah. Keine andere Ortschaft konkurriert, Subhanallah. Sie ist der Maßstabsetzer, diese geehrte Stadt, Subhanallah. Und Allah Ta'ala sagt auch, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Allah Ta'ala schwört beim Fajr, beim Morgen und bei den 10 Nächten und beim Geraden und beim Ungeraden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Ahmad verifizierte, dass der gerade Tag der Tag des Opferns ist, ja, Al-Eid, den wir am Dienstag, inshallah, gemeinsam feiern, Alhamdulillah. Und der ungerade Tag, Subhanallah, ist der Tag Arafas. Ein gewaltiger Tag also, Subhanallah. Zwei gewaltige Tage, die auf uns warten, am Montag und am Dienstag. Was macht diesen Tag Arafas, Arafats? Es kommt beides in den Hadithen vor. Ja, der Prophet sagte Arafat, er sagte aber auch Arafah. Ja? Was macht diesen Tag noch so besonders, Subhanallah?
Ja, es gibt immer mehr und mehr und mehr und mehr, damit wir am Ende wissen, warum wir den Montag so verbringen, wie wir ihn verbringen werden. Ja, wir werden ihn nämlich besonders verbringen. Es kamen Juden zum Amir der Mu'minin, zum Präsidenten, wenn man möchte, der Überzeugten, zu Omar, radiallahu anhu. Und diese Juden sagten, es gibt eine Aya, einen Vers, ja, so Aya lassen wir als Fachwort stehen, eine Aya in eurem Buch, wenn sie uns offenbart worden wäre, dann hätten wir diesen Tag zu einem Feiertag gemacht. Und Omar fragte, welcher Aya ist das? Und sie sagten, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-Islam dina. An diesem Tag habe ich euch den Dien vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet. Und ich bin zufrieden mit dem Islam als eure Religion, als euren Dien, als eure umfassende Lebensweise. Und Omar, wisst ihr, was er sagte? Radiallahu anhu. Er sagte, wir kennen den Tag und den Ort, an dem diese Aya offenbart wurde. Beziehungsweise, die der Prophet empfangen hat über Wahi. Und es ist, subhanallah, der Tag und der Ort Arafas. Es war noch ein Freitag zusätzlich. Subhanallah. Und es ist eigentlich ein Teil einer Aya. Die Aya ist in Wirklichkeit länger, die dritte der Surat Al-Ma'idah. Und Allah Ta'ala spricht davon, dass der Dien vervollkommnet ist und seine Gnade vollendet und dass Allah Ta'ala zufrieden damit ist, dass der Islam unser Dien ist, unsere Lebensweise. Also wenn Allah Ta'ala damit zufrieden ist, subhanallah, ja, wir als Menschen auf unsere menschenmögliche Art, sollten wir nicht glücklich sein über den Dien des Islam? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie mindestens Hassan berichtet wird, in einem also guten, akzeptablen Hadith, nachdem man also auch handelt, ja, dass man dreimal morgens und dreimal abends jeweils sagt, Raditu bil Islami, Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ich bin zufrieden mit Allah als meinem Herrn, und mit dem Islam als meinen Dien, als meine Religion, als meine Lebensweise. Und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als meinen Propheten. Und wer dies dreimal morgens und dreimal abends sagt, jeweils, mit dem wird Allah Ta'ala am Tag des Gerichts zufrieden sein, wie Hassan überliefert wird. Ja, das könnt ihr nachlesen, unter anderem im berühmten Handbuch des Muslims, Hisnul Muslim. Ja, das ist dieses ganz kleine Buch, was in jede Hemdtasche passt. Hemdtasche ist besser als Hosentasche. Ja, ihr wisst, was ich meine, so von der Ehrung her. Passt in jede Hemdtasche oder in jede Jackeninnentasche, wo die Bittgebete und die Gedenken in Bezug auf verschiedene Situationen und auch den Alltag im Speziellen festgehalten worden sind von unseren geehrten Hadith-Gelehrten. Subhanallah, an diesem Tag, an diesem Montag, liebe Geschwister, können wir also daran denken, dass Allah Ta'ala bei diesem Tag mehrfach geschworen hat. Und dass an diesem Tag unsere Geschwister in Arafah und am Tage Arafas stehen. Und wir können diesem Tag gedenken, dass es dieser Tag war, an dem Allah Ta'ala erklärte, dass unsere Lebensweise vervollkommnet wurde. Subhanallah. Unsere Lebensweise wurde für uns vervollkommnet. Aber lasst uns drüber nachdenken, an diesem Tag vervollkommnen wir unsere Lebensweise. Allah Ta'ala hat es für uns vervollkommnet. Aber was machen wir daraus? Beten wir fünfmal am Tag, gemäß den Regeln, aber auch vor allem sind wir mit dem Herzen mit dabei. Beten wir aus Sehnsucht heraus, wenn uns ein Schicksalsschlag, ja eine Musiba trifft, suchen wir dann Hilfe durch das Gebet? Suchen wir dann Hilfe durch Sabr, durch die Standhaftigkeit, durch die Geduld? Nutze ich diesen Islam für mich?
hatte einen Effekt auf mich, auf mein Leben. Bereichere ich mich durch den Islam? Ja, im positiven Sinne. Und subhanallah, wie viele Nicht-Muslime davon sprechen, ja, wie sie den Ramadan genießen. Ja, auch Sportler könnt ihr auf YouTube nachschlagen und die Gebete und die Adhkar und ja, bestimmte ja, Angelegenheiten aus dem Islam, sie integrieren es in ihr Leben, subhanallah. Ja, subhanallah, Islam ist Mode und Trend mittlerweile geworden. Ja, mittlerweile Mode und Trend geworden. Und glaubt mir, diesen Hipster-Bart, wer hat den gestartet? Wer hat den gestartet? Das waren wir gewesen. Ja, subhanallah. Aber manchmal sind wir diejenigen, die aus irgendeinem falschen Grund, das ist immer ein falscher Grund, nichts zu beten oder nichts zur Moschee zu gehen oder irgendetwas vom Islam umzusetzen. Wir halten uns irgendwie zurück und sagen, ich weiß nicht, morgen, übermorgen, in einem Jahr, nach diesem und jenem Ereignis. Das ist vom Scheitan. Denn egal, welche Sünde wir begehen, liebe Geschwister, und egal wie oft und egal wie schwerwiegend, ja, wenn der Adhan ausgerufen wird, dann haben wir zu beten. Und wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, ja, dann haben wir als Männer die Pflicht sogar, in die Moschee zu gehen. Ja, und nach der hanbalitischen Fiqh-Schule sogar, haben wir zu jedem Gemeinschaftsgebet, wenn wir dazu in der Lage sind, auch in der Moschee zu sein. Ja, nach den anderen Fiqh-Schulen ist das eine freiwillige, sehr, sehr belohnte Tat, aber es ist noch keine Pflicht, unbedingt in der Moschee zu beten. Ja? Dort fängt alles an. Wir sollen uns also fragen, Allah Ta'ala, der uns sicherlich unsere Religion vervollkommnet hat, als Geschenk, als Gnade von ihm, wir sollen uns also fragen, vervollkommne ich meine Lebensweise gemäß dem, was Allah Ta'ala vervollkommnet hat. Daran können wir am Montag insbesondere sehr viel denken, liebe Geschwister. Wir alle, ich zuerst und wir als Gemeinde insgesamt. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, Ja, ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa. O Leute des Iman, o Muslime, o Mu'minin, tretet allesamt vollständig in As-Silm ein. As-Silm bedeutet wortwörtlich der Friede, subhanallah. Die Koran-Gelehrten haben festgehalten, dass mit As-Silm hier der Islam gemeint ist. Und so bekommt diese Ayah, subhanallah, auch die Bedeutung, dass, wenn wir Islam praktizieren, finden wir Frieden. Islam ist As-Silm. Wer Islam praktiziert, er findet seinen Frieden, subhanallah. Er findet seinen Frieden. Er ist beruhigt. Er fühlt innere Sicherheit. Er weiß, Allah Ta'ala ist mit ihm. So wie Musa alayhi salam wusste, dass der Pharao ihn niemals erreichen wird und dass er niemals ertrinken wird, ja? Inna ma'ya Rabbi. Wahrlich, mein Herr ist mit mir. Diese Sicherheit, diesen inneren Frieden, ja, As-Sakina, diese Seelenruhe, die Allah Ta'ala herabsendet, auf diejenigen, ja, die auch sich schrittweise, schrittchenweise zur Seelenruhe nähern, zu Allah Ta'alas Gnade nähern. Subhanallah. Wir haben also allen Grund, liebe Geschwister, den nächsten Montag, den kommenden Montag besonders zu verbringen. Aber ich gebe euch noch einen Grund. Ja, Alhamdulillah. Heute ist Freitag, heute muss man großzügig sein. Ja, nochmal mehr. Unser Feiertag. Warum heißt eigentlich der Tag bzw. dieser Ort Arafah? Im Tafsir von Ibn Kathir wird überliefert, dass als Jibril alayhi salam der geehrteste aller Engel, als er Ibrahim alayhi salam die Hajj-Riten zeigte und er kam zu Arafah, oder also er kam zu diesem Ort, da sagte Ibrahim alayhi salam, Araftu, ich kenne diesen Ort bereits, Araftu. Ja? Er war schon mal dort gewesen. Ja? Das wird im Tafsir von Ibn Kathir überliefert, liebe Geschwister. Aber subhanallah, wisst ihr was? Wenn wir eines Tages, und inshallah werden wir alle eines Tages dort unsere Pilgerfahrt verrichten, in Arafah,
Eines Tages, inshallah, wir nehmen uns das alle fest vor. Das ist ein Wunsch, ein Traum, der in Erfüllung gehen wird. Wenn wir diesen Ort betreten, wisst ihr was? Das können wir auch sagen. Wir können auch sagen, Araftu. Ja, ich kenne das. Ich kenne diesen Ort. Wisst ihr warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Ahmad überlieferte, dass Allah Ta'ala das Abkommen mit Adam alaihi salam und mit seiner gesamten Nachkommenschaft, zu der wir auch gehören, in Arafah abgeschlossen hat. Dieses Abkommen wurde an diesem Ort abgeschlossen. Da waren wir alle. Ja, die Gelehrten sind sich nicht ganz einig, in welcher Form wir dort gewesen sind. Waren es unsere Seelen oder waren wir auch in einer körperlichen Form dort? Ja, das ist umstritten unter den Gelehrten, weil die Texte dort mehrdeutig sind. Aber sicher ist, dass wir alle dort gewesen sind, subhanallah. Wir alle waren dort. Und dort gab es ein Abkommen, über das wir im Koran weiteres lesen können. In Al-A'raf, ab 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Und als sein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie Zeugnis ablegen ließ und sie selbst bezeugen ließ, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Das heißt, die ersten Worte, die wir vernommen haben, liebe Geschwister, waren gewesen, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Wollt ihr wissen, was unsere ersten Worte waren? Bala shahidna. Bala shahidna. Doch, wir bezeugen es. Und subhanallah, subhanallah, fragt meine Mutter und fragt meinen Vater. Ja? Ich habe als Kind damals immer gerne Balla, Balla, Balla gesagt. Ja? Überall, jedes Kind, ja, Balla, Balla, Balla. Subhanallah. Auch wenn wir das vielleicht als Kind nicht gesagt haben, vielleicht sind wir sprachmusterlich anders geprägt. Aber Balla, subhanallah, waren unsere ersten Worte. Hier dokumentiert im Koran, liebe Geschwister. Doch, und wir bezeugen es. Warum hat Allah Ta'ala das gemacht? Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Ja, so, oh, wir haben der Sache keine Aufmerksamkeit geschenkt. Wir waren abgelenkt, wir waren ja, mit anderen Dingen beschäftigt. Und auch nicht sagen, unsere Väter gesellten noch zuvor Allah Teilhaber zu. Und wir sind eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? Hier werden zwei Gründe, liebe Geschwister, aufgeführt, warum wir uns nicht zu Allah Ta'ala bekennen und diesem Bund nachkommen. Einerseits Unachtsamkeit. Ja, wir leben wie Tiere, die einfach nur ihren Instinkten folgen und wir achten nicht auf diese innere Stimme, die uns ständig, ja, und so leise sie auch sein mag, so unterdrückt sie auch sein mag, ständig an Allah erinnert, an unseren Daseinssinn. Man ist unachtsam. Und der andere Grund, man ist durchaus achtsam, aber man fühlt sich irgendwo gebunden. Ja, viele von uns, wir können das nicht richtig nachvollziehen, weil wir, alhamdulillah, den Islam irgendwo auch geerbt haben, im Sinne von, ja, er wurde uns über die Familie auch mitgegeben. Aber vielleicht kann uns da helfen, dass wir manchmal auch an Traditionen festhalten, als Muslime, die absolut unislamisch sind. Ja? Ich will jetzt keine Beispiele aufzählen, weil das dann wiederum eine eigene Khutbah für sich teilweise erfordert, aber manchmal haben wir kulturelle
Ticken, ja, Praxen, die widersprechen der Religion und trotzdem halten wir daran fest. Warum? Weil unsere Vorväter dies auch so gemacht haben. Subhanallah, wir wollen die Tradition nicht brechen, wir wollen mit der Tradition nicht brechen. Und Alhamdulillah, wir sind hier als Allah Ta'ala Bekennende, aber dennoch gibt es im Rahmen unseres Bekenntnisses Nachlässigkeit. Im Rahmen unserer Praxis, unseres Umsetzens Nachlässigkeit. Entweder aufgrund von Unachtsamkeit oder aufgrund von Traditionen, an die wir uns gebunden fühlen. Und Allah Ta'ala möge diese Warnung in unserem Herzen Früchte tragen lassen, dass wir diese beiden Gründe nicht zulassen in unserem Leben. Was machen wir also an diesem Tag? Was wird an diesem Tag gemacht? Subhanallah, widmen wir uns diesem Tag ein wenig mehr. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, als er Arafa betreten hat, wie authentisch auch überliefert wird, Imam Ahmad Shakir hat das nochmal auch verifiziert im Nachhinein, er sagte, هذا الموقوف وعرفة كلها موقوف. Das ist ein Ort des Stehens, oder das ist der Ort des Stehens. Und die gesamte Ebene Arafas, liebe Geschwister, ist laut den Worten des Propheten Muhammad ein Ort des Stehens. Stehen. Wenn ihr eure Muttersprache überprüft auf Redensarten, die mit dem Stehen verbunden sind, man muss für etwas gerade stehen, Rechenschaft ablegen, man muss für etwas einstehen. Ja? Wer nicht für etwas steht, wird für alles fallen. Ja? Man steht in Verantwortung ein. Man steht gerade für etwas. Man muss Rechenschaft ablegen. Man ist standhaft. Ja? Das Stehen, liebe Geschwister, ist auch eine Tat des Herzens. Mehr als es eine Tat des Körpers ist. Subhanallah. Weil es gibt auch Menschen, die verletzt sind, die vielleicht so nicht stehen können. Aber sie stehen am Tag von Arafa. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Und steht für Allah in Demut. Und wir können, auch wenn wir jetzt nicht in Arafa uns befinden, wir können auch stehen für Allah. Und zuallererst natürlich in Bezug auf das Gebet. Stehen wir länger im Gebet. Und wir können länger im Gebet stehen, liebe Geschwister, wenn wir mehr aus dem Koran rezitieren können. Jetzt gibt es so diese Ausrede, ich kann nicht so viel aus dem Koran rezitieren. Ich habe das nicht auswendig. Alhamdulillah, die Gelehrten sind sich einig, aber es gibt keine große Debatte darüber, die ich jetzt irgendwie auffinden konnte, dass man in den freiwilligen Gebeten kann man aus dem Mushaf ablesen. Problemlos. Es gibt sogar Gelehrte, die sagen, dass man auch in Pflichtgebeten aus dem Mushaf ablesen kann, wenn es ein Bedürfnis danach gibt. Ja? Wenn es irgendwie ein spezielles Bedürfnis gibt, könnte man auch aus dem Mushaf im Gebet ablesen. Lass uns im Gebet also stehen. Lass uns aus dem Mushaf ablesen. In unseren freiwilligen Gebeten. Aisha betete hinter jemandem, das Tarawih-Gebet, der auch aus dem Mushaf abgelesen hat. Und Imam Zuhri, einer der großen Tabi'in, er sagte, die Besten von uns haben aus dem Mushaf vorgetragen im Gebet. Im Sinne von, das ist keine Schande. Ja, es kann gute Gründe dafür sprechen, dass man das machen möchte. Und subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Großteil einer Nacht damit verbracht, nur einen Teil einer Aya vorzutragen. Nur einen Teil einer Aya. Das heißt, selbst wenn wir nicht viel aus dem Koran vortragen können, weil wir nicht viel auswendig gelernt haben, oder weil wir nicht flüssig aus dem Mushaf lesen können, was übrigens eine Frage von Tagen ist. Ja? Sowas zählt man nicht in Monaten, sowas zählt man in Tagen, wann man Koran lesen gelernt hat. Und die Wissenschaft der Koranlesung, Al-Tajweed,
wird von den Gelehrten ja Elmo Leila unter anderem genannt. Ja, das Wissen einer Nacht, weil man das geht man in einer Nacht durch. Ja, wenige Stunden genügen, dass man das zumindest in der Theorie vermittelt bekommt. Ja, das heißt, haben wir eigentlich keine Ausrede, liebe Geschwister, dass wir flüssig aus dem Koran, dass wir nicht aus dem Koran flüssig lesen können. Aber selbst wenn wir nur einen Teil einer Aya auswendig haben, können wir diesen Teil einer Aya die ganze Nacht vortragen, wenn wir wollen. Das bezieht sich auf die freiwilligen Gebete. Ja? Für Allah Ta'ala stehen. Für Allah Ta'ala stehen. Und subhanallah, es gab Prophetengefährten, die dafür nicht kritisiert wurden, die haben ja, eine Nacht lang Qul huwallahu ahad vorgetragen in ihrem freiwilligen Gebet. Ja? Qatada bin Nu'man war einer, über den dies überliefert ist. Ja? Subhanallah. Für Allah Ta'ala stehen, vor allem im Gebet. Was machen wir weiterhin? Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Siyamu yawmi arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da. Dass man, wenn man jetzt nicht zu den Pilgern zählt, diesen Tag fastet. Und welcher Lohn ist damit verbunden? Der Prophet rechnete damit, ja, dass Allah Ta'ala die Sünden des vorherigen Jahres und die Sünden des darauf folgenden Jahres aufgrund des Fastens am Tage Arafas vergeben wird. Wir haben also alle guten Grund, beziehungsweise gute und viele Gründe, schwerwiegende Gründe, diesen Tag fastend zu verbringen, liebe Geschwister. Ja, und Alhamdulillah, wir sind jetzt mittlerweile, Alhamdulillah, Profis geworden, oder? Nach diesen Sommer-Ramadan-Monaten, Alhamdulillah, es ist ein Tag. Ja, es ist dieser kleine August, ja, mit seinen etwas wärmeren Tagen. Alhamdulillah, das werden wir schaffen. Und wir können auch ein Ereignis draus machen, ja. Wir kochen, ja, wir versammeln uns, wir besuchen einander, wir gehen ins, Alhamdulillah, Halal-Restaurant, ja. Wir lassen uns liefern, weil wir keine Lust auf Kochen haben, aber weil wir auch irgendwie zu müde sind, um rauszugehen und den Weg wieder nach Hause zu finden, nachdem wir dann, ja, Alhamdulillah, gegessen haben. Auch wenn es nicht der Sunna entspricht, dass man sich überisst, ja, aber es kann mal passieren, besonders an einem Fastentag, ja. Es gibt eigentlich diese Drittelung, ja, dass man sagt, ein Drittel für das feste Essen, ein Drittel für das Trinken, ja, gemäß der Sunna des Propheten Muhammad und ein Drittel zum Atmen. Ja. Dieses Drittel vergessen wir manchmal. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Ibn Abbas, er pflegte in der Stadt Basras, in der Stadt Basra, an diesem Tag in die Moschee zu gehen und Bittgebete vorzutragen, ja, für sich in der Moschee. Ja? Und es wurde von mehr als einem Sahabi auch überliefert, dass falls man nicht in Arafah sich aufhalten kann und Hajj machen kann, ja, dass man eben auch in die Moschee geht, um seine Bittgebete im Speziellen vorzutragen. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, khayru du'ai, du'ai yawm Arafah. Ja, jetzt aus der Erinnerung gesprochen, weil ich mir das nicht reinkopiert habe, ja, dass das beste Bittgebet das Bittgebet am Tage Arafas ist. Und die Gelehrten haben das nicht, ja, es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit an der Stelle, aber viele Gelehrte sprechen mit starken Argumenten sich dafür aus, dass dieser Hadith sich nicht allein auf die Pilger bezieht, sondern allgemein, ja, für alle Muslime. Ja, und wie gesagt, Ibn Abbas und andere, sie haben speziell auch für dieses spezielle Bittgebet auch die Moschee aufgesucht. Ja, wer das nicht machen möchte, weil es nicht von der Sunna so ausgesprochen
bestätigt ist, ist kein Problem. Das ist die Position Imam Ahmad, der gesagt hat, macht ruhig, kein Problem, ist eine gute Sache, aber ich mache es nicht, weil es, wie gesagt, von der Sunna her nicht so etabliert ist, vom Propheten Muhammad. Aber es spricht einiges dafür, auch für uns psychologisch. Manchmal zu Hause, wir finden keine Ruhe. Weil zu Hause sind wir in unseren Gewohnheiten. Ja? In der Küche sehen wir den Kühlschrank, ja? Im Wohnzimmer sehen wir, ja, Dinge, die uns ablenken, und im Arbeitszimmer sehen wir die Arbeit, und ja, wir sind in unseren Routinen gefangen. Aber dass man speziell sich, ja, eine Zeit aussucht und sagt, so, jetzt gehe ich in die Moschee, um meine Bittgebete vorzutragen, ja, das ist etwas, was von unseren geehrten Vorfahren, den Salaf, authentisch überliefert ist. Liebe Geschwister, nun zu einem aktuellen Ereignis. Alhamdulillah, wir haben von der rechtswidrigen Abschiebung mitbekommen, die zwar diskutiert wird in den Medien, aber die jetzt nicht die große Schlagzeile ist. Ja? Seltsamerweise möchte ich hier anmerken. Das heißt, ein Gericht, ja, hat gesagt, diese Abschiebung war rechtswidrig. Ja? War rechtswidrig, war verfassungswidrig gewesen. Und subhanallah, es gibt Menschen, die sagen das Folgende. Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Okay, also der Richter muss darauf achten, dass das, was er sagt, dem Rechtsempfinden der einfachen Bevölkerung entspricht. Ja? Um das mal so zu übersetzen in unseren religiösen Kontext, ja? Wie wenn jemand von euch mich fragt, ja, darf ich Alkohol verkaufen? Nicht Muslim, sondern nicht Muslim, beispielsweise jetzt, ja. Und es gibt Hadithe, die verbieten jegliche Interaktion mit Alkohol. Ja, man darf das nicht tragen, man darf es nicht transportieren, man darf nicht am Tisch sitzen, wo Alkohol getrunken wird und so weiter. Also im Sinne von, man hat keine Beziehung zum Alkohol als Muslim. Gut. Und nun, gemäß dieser Unlogik, müsste ich den Fragestellern sagen, ja, weißt du was, dein Rechtsempfinden sagt, ist kein Problem, mach ruhig, ist kein Problem. Ignorierend das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil das Rechtsempfinden der Fragesteller, der Bevölkerung, meint, das wäre kein Problem. Ja? Subhanallah, das heißt, das ist, liebe Geschwister, dieser Satz ist eine Aushöhlung jeglichen Rechts. Wenn das jetzt im islamischen Kontext gesagt werden würde oder in irgendeinem anderen Kontext. Ja, säkularen, staatlichen Kontext, was auch immer. Subhanallah. Wisst ihr was? Da kommt nämlich einiges auf uns zu, weil das war nicht nur irgendein Niemand oder irgendein Jemand, sondern das war der Innenminister Nordrhein-Westfalens. Da geht noch weiter. Er sagt, wenn die Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ja, auf unseren Kontext, wenn die Muslime das nicht verstehen, ja, was ist dann die Aufgabe? Es ist, ihnen zu erklären, bis sie verstehen. Und das kann manchmal auch bedeuten, ihnen zu erklären, warum sie gewisse Dinge nicht verstehen können. Weil man ist kein Fachmann, ja. Wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, ein Auto von mir reparieren würde, was ich nicht habe, ich kann nicht nachvollziehen, warum er das so macht, weil ich bin kein Fachmann. Ja, ich stecke nur den Schlüssel rein und ja, mache das, was man eben als Autofahrer macht. Also entweder erklärt man, bis man zum Verstehen bringt, oder man erklärt, warum die Person das nicht verstehen kann. Warum? Weil sie hat nicht das Rüstzeug dazu, sie ist dazu nicht vorgebildet, geschweige denn ausgebildet. Ja, aber Herr Herbert Reul, der sieht das anders, der sagt, wenn die Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf den Mühlen der Extremen. Im Sinne von, die Richter müssen ja so entscheiden, dass die Bevölkerung das versteht, weil sonst wären ja die Extremisten in der Gesellschaft stärker. Ja, sage ich genau, dadurch werden doch die Extremisten erst stark gemacht. Ja, wenn man ihnen das Rechtsurteil maßschneidert, nicht den Gesetzen maßschneidert, okay, wir müssen jetzt zu einem Urteil kommen, wir schauen auf unsere Gesetzesgrundlagen, sondern nein, man maßschneidert das Urteil
dem Rechtsempfinden der einfachen Bevölkerung. Liebe Geschwister. Ja? Und dann gibt es in der heutigen Zeit irgendwelche Leute, teilweise auch Institutionen, die sagen, dass die Muslime hier eine Gefahr für den Rechtsstaat wären. Subhanallah. Das heißt, wir müssen auch hierfür aufstehen, liebe Geschwister. Ja? Wege, Mittel suchen, wie wir gegen die Verrohung dieser Gesellschaft uns einsetzen können. Und ich möchte hier an dieser Stelle Martin Luther King zitieren, der sagte, nichts, was Hitler in Deutschland getan hat, war illegal. Falls ihr irritiert seid, er wollte damit sagen, ja natürlich war das falsch, was Hitler in Deutschland gemacht hat. Aber es war nicht illegal. Aber subhanallah, wenn der Bevölkerung ja, in jedem Recht gegeben wird, oder einem bestimmten Teil der Bevölkerung in jedem Recht gegeben wird, dann wird das dazu führen, dass dieses Rechtsempfinden der Bevölkerung irgendwann mal auch in Gesetze umgewandelt wird und dann am Ende ist nichts, was man tut, auch ein ja, Völkermord, ethnische Säuberungen etc., ist nicht mehr rechtswidrig. Ja? Und dann wird der einfache Mensch denken, ja, wenn es nicht rechtswidrig ist, kann es ja auch nicht moralisch schlecht sein. Ja? Subhanallah, das hat mich schockiert, dass es nicht eine große Schlagzeile war, zwar eine Schlagzeile hier und da, aber mittlerweile redet man wieder über andere Dinge, ja? Beziehungsweise man findet nichts mehr, so, man hakt nicht nach, es gibt keine ja? Konsequenzen etc. Oh, der muss vielleicht Rücktrittsforderungen, natürlich eine Rücktrittsforderung, so ein Mann muss zurücktreten. Ja? Solche Menschen haben den Holocaust möglich gemacht, genau solche Menschen, genau dieser Gedanke. Und dass sie in politischen Positionen sind, das ist besorgniserregend. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte vergib uns. Bitte vergib unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt. Den Lebendigen und den bereits Vorangegangenen, denen wir auch folgen werden. Lass uns das Gebet lieben und Sehnsucht danach haben, oh Allah. Lasse unsere Herzen mit einem Herzschlag schlagen, oh Allah. Und unsere Hände mit einer Hand zupacken, oh Allah. Vereine uns, oh Allah, in der Umma und lass uns ein Zahnrad in der Umma sein, oh Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh Allah, bitte unterstütze die Vertriebenen und die Bekriegten und die Gefangenen und die Ausgehungerten und die Schwergeprüften und die Verzweifelten und die Vergewaltigten. Oh Allah, bitte helf uns, dass wir all diesen Menschen Frieden zukommen lassen können, Sicherheit zukommen lassen können, Selbstbestimmung zulassen kommen können, oh Allah, dass wir dir allein dienen dürfen. Allahumma amin. Oh Allah, bitte heile die Kranken. Oh Allah, bitte verheirate die Unverheirateten und schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtgeleitete, gesegnete, umfassend gesegnete Kinder. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.